Ihr lieben Pfeifer alle, ich grüße euch. Ich bekam vor 3 oder 4 Tagen vom lieben Will eine PN, in der er mich fragte, ob ich Interesse am Black Vanilla habe. Standardantwort: Ist der Papst katholisch? Na klar, hatte ich das. Na, dann gib mir deine Adresse und schick dir das rüber. So, das ist nun passiert und das Paket ist heute angekommen. Tatsächlich, lieber Will, das ist nicht Freitag gekommen, sondern heute schon, Donnerstag. Ne? Ja, das mache ich jetzt mal auf. Das ist auch mit Will vereinbart. Ich darf ein Jabo machen. Yet another box opening. Und ja, dazu hole ich mal meinen Leatherman raus. Ich habe auch einen Swiss Tool, aber inzwischen laufe ich nur noch mit dem kleinen Leatherman rum. Das ist bequemer. Ja. Und mache das mal auf. Ja. Na, komm schon. So. So. Dann müssen wir hier längs. Und das habe ich schon studiert. Das habe ich hier so aufgeschnitten schon. Alles klar, es geht los. Wieder gespannt. Ich bin ja sehr gespannt. Ja. Ach Mensch. Mit einem persönlichen Umschlag dabei. Das ist ja nett. Mit einem Bildchen drauf. Super. Klasse. Ja, ihr Lieben, das lese ich später. Das ist ja auch eher ein Brief an mich und nicht an die ganze Community. Will, ich lese das später und würdige das dann besser. Mein Gott, und ich sehe, hier ist unglaublich viel los und alles wunderschön eingepackt. Und das ist ganz bestimmt kein Black Vanilla, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ja, ich vermute, dass das ein Flugzeug ist. Das ist ein Schiff und das hier ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich ein Fahrrad oder so. Keine Ahnung, ich muss mal nachgucken. Ja. Ach Mensch, alles so nett eingepackt. Will, was tust du? Das ist ja unglaublich. Nein, es ist nicht zu glauben. Es ist eine Pfeife. Ich glaub's nicht. Super. Und das ist eine. Oh, ich kann's nicht lesen. What? Nicht weglaufen, ihr Lieben. Ich bin sofort wieder da. Kennt das hier, ne? Jenseits der 50. Lassen die Glück schon nach, ne? Da brauche ich sowas. Ja, kriegst du. Eine Georg Jensen. Wow. Dänemark. Das ist eine Filterhose. Ein wunderschöner Billard. Wow. Schön. Sitzt perfekt. Wie angegossen. Ja, und eine schöne kleine. Schön Small Bowl, also einen kleinen Kopf. Ne? Passen also wunderbar für Flakes. Ich bin gespannt. Super. Mein Gott, das ist ja wie Ostern und Weihnachten an einem Tag hier. Und Geburtstag habe ich auch noch. Ich sehe es schon kommen. Das ist noch eine. Das ist eine. Ohne jetzt genau drauf gucken zu können. Ja, also eine Billardpot. Ne? Das ist keine Lovett. Das ist... Nein. Hör mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Mein Gott. Unglaublich. Ich traue mich nicht zu sagen, was das ist. Ich traue es mich nicht. Will, bist du wahnsinnig? Das ist echt eine Dunhill. Das ist echt eine Dunhill. Eindeutig. Shape Nummer 526. Meine zweite Dunhill. Ich bin ziemlich perplex, ziemlich gerührt. Weil das ist... wow. Ich bin etwas sprachlos jetzt, muss ich sagen. Ich hab... mal. Mann, Will, das ist ja unglaublich. Was machst du?
Ah, nein. Ich sehe schon. Ah, wunderbar. Das heißt, glaube ich, Lumberman. Das ist aus der sogenannten Canadian-Familie. Canadians sind alle, die einen längeren Holm als Mundstück haben. Und es gibt welche, die haben einen im Querschnitt ovalen Holm, es gibt welche, die haben im Querschnitt einen runden Holm. Und dann gibt es die kombiniert mit gesatteltem Mundstück oder mit durchlaufendem Mundstück. Dieses ist ein ovaler Holm mit durchlaufendem Mundstück. Und ich glaube, nein, das ist keine Lumberman, das ist eine Liverpool, glaube ich. Sollte ich mich da irren, dann werde ich das noch in den Eimer unten reinschreiben, werde ich diesen Irrtum noch korrigieren. Ne? Muss ich mal gucken, was ist denn das? Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, ich kann das alles nicht so richtig stillhalten. Also Shape Nummer 356, so viel kann ich sagen. Und das ist, ich halte es natürlich falsch rum, Royal Briar Stanwell. Eine Stanwell Royal Briar. Ja. Ein Billardkopf. Ja? Und eine, ja. Was haben wir gesagt? Lumberman. Nein, der Lumberman habe ich nicht, Liverpool habe ich gesagt. Wie gesagt, ich werde das zeigen, ob das stimmt. Also, Mann. Drei super ohne Filterpfeifen. Ich muss ja sagen, ich habe mich schon gewundert, als du gesagt hast, du hast irgendwie Tabak zu verschenken oder zu verschicken. Und sagst dann irgendwie, ob ich dann ohne Filter rauche. Ich sage, ja, tue ich auch. Nicht nur, aber auch. Mein Gott. Und dann so ein fettes Ding. Das ist ja echt unglaublich. Unglaublich. Und das Weihnachtsfest ist noch gar nicht zu Ende. Jetzt geht das vermutlich. Ja, das ist wahrscheinlich ein Teddybär, so weich wie das ist. Ne? Muss mal gucken. Ja, ich werde gerade beobachtet hier. Schüler und Freund, der mittlerweile, den ich zu den Pfeifenrauchern angestiftet habe. Wir treffen uns ab und zu mit zwei Schülern, wir und ich, und dann rauchen wir zusammen eine Pfeife. Ja, das war klar, das ist Tabak. Ja, das wird der Black. Oh, das riecht schon. Ja. Yeah. Boah. Ausatmen und oh, den spüre ich bis unter die Schädelplatte. Das ist ja echt irre. Wunderbar. Das wird wohl der Black Vanilla sein, vermute ich. Ja. Wow. Ja, da freue ich mich schon drauf. Den werde ich sowohl mit als auch ohne Filter ausprobieren. Also, die sind wunderbar geeignet für Flakes. Ne? Diese kleinen Köpfe. Ne? Ist wunderbar für Flakes geeignet und ich werde es auch diesmal so machen. Ich werde die nochmal mit der Poliermaschine ziehen und dann, was ich auch immer mache, ich feile mir die Mundstücke so zurecht. Ne? Ja, und da werde ich wie in der 2013er Jahreszusammenfassung werde ich es so machen, dass ich eine Vorher-Nachher-Dia-Show mache. Ne? Wobei ich muss sagen, diese Pfeifen sind schon in sehr gutem Zustand. Ne? Das ist schon ziemlich klasse, muss ich sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Und was man sehen kann, ne, bei dieser Liverpool hier, daran kann man Qualität, finde ich, also Dieter hat das mal gesagt, ne, man kann das Mundstück umdrehen, ne, und es sieht trotzdem noch genauso aus. Also man weiß nicht, welche Seite man nehmen soll dafür. Ne. Vor allem bei dieser Stanwell ist das, da ist es. Ja, okay, jetzt ist das S hier oben, ne? Dann werde ich es so lassen. Ne? Man kann es aber auch umdrehen. Ne? Daran kann man eine gute Pfeife erkennen. Ja? Oder zumindest kann man daran erkennen, dass demjenigen, der die Pfeife gemacht hat, nicht egal ist, wie das da dran sitzt. Ne? Der Dieter hat das mal in einem sehr schönen Video demonstriert. Jetzt mache ich es mit der Dunhill auch mal. Da funktioniert das so ungefähr, aber das ist ja auch ein Punkt da oben. Ne? Prima. Ich bin nicht sicher, aber ich halte das für möglich. Nee. Ich muss das nachgucken. Ich muss das Shape nachgucken. Das kriegen wir raus. Ja, das ist auch so ein Wunderteil. Ja, dieses Jensen, Georg Jensen, das ist ganz bestimmt was Dangerous. Da kann man das auch machen. Das funktioniert auch so ungefähr. Ne? Das ist eben in der Dimension, also so in der Dimension ist es dann symmetrisch. Ne? Das ist schon klasse. Prima.
So, machen wir weiter hier. Der langen Rede, kurzer Sinn. Ja. Der Wild will natürlich meinen Gesichtsausdruck sehen. Ich vermute, das ist ein Niederegger Marzipan oder sowas. Von dem. Ja. Ja, jawohl, Marzipan in Schokolade. Ducke. Das ist alles Französisches. Ja, wunderbar. Lecker. Wunderbar, so soll es sein. Man kann es nach außen nicht riechen, das ist ganz prima. Ja, Will, das werde ich mir natürlich auf dein Wohl schmecken lassen. Ja, ganz prima, Mensch, Kerl. Und jetzt komme ich hier noch was Kleines. Ich vermute, ja, das ist eine Probe. Das ist eine Probe. Ja. Und das könnte irgendwie so was Flake-ähnliches sein. Das ist relativ hart. Ne? Also früher, als ich ganz jung war, habe ich gesagt, also ja, okay, so packe ich meinen Haschisch auch ein. Aber die Zeiten sind schon über 20 Jahre vorbei. Da hat nichts mehr zu tun. Ja, das sind Flakes. Ja, ich vermute, wenn ich mir das so angucke, ohne jetzt zu riechen, ich vermute, das ist W.Ö. Lars Nummer 32. Treffer. Das müsste eigentlich das sein, ja. Oder? Verhaue ich mich. Vermutlich wird es im Brief drin stehen, aber die haben auch so Quadratschiffflakes, ne? Wirklich ein ganz, ganz leckeres Zeug. Ein ganz leckeres Zeug. Boah, lauter Naschzeug. Unglaublich. Ja, und das, ja, das ist jetzt, ja, irgendwas zwischen einer Brieftasche und, ja. Ich vermute, das ist Digital Dreams. Coming to my Digital Dreams. The Silent Composer. So, muss ich das mal halten, sonst spiegelt sich das Licht so blöd drin. Ja, so ist es. Genau. Silent Composer. Ja, lieber Will, man kann dich darauf erkennen, mit deiner Mischung zwischen Gitarre und Keyboard. Ist irgendwie immer ganz süß, die echt ganz nett. Ich vermute, da ist eine Sammlung von den Stücken drauf, die wir von YouTube schon kennen. Ne? Lieber Will, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Dir ein frohes neues Jahr und ich hoffe, dass dein Weihnachten gut war. Das, was ich an Videos gesehen habe darüber, machte genau diesen Eindruck. Ich finde das ganz lieb von dir, ich bin wirklich gerührt und ich werde das hoch in Ehren halten und bei jedem einzelnen Zug an einer dieser Pfeifen immer an dich denken. Das ist ganz lieb von dir, ich bedanke mich. Halte dich gerade, bleib mir gewogen, bleib der Pfeife gewogen, wie unser lieber Boris immer sagt, ich finde diesen Spruch richtig klasse. Will, ich bleibe dir gewogen, wäre ich auch so geblieben, aber das ist ja wirklich ein Hammer, da muss ich jetzt sagen, da freue ich mich wirklich. Das ist, ich bin sehr gerührt. Prima. Ich wünsche euch allen alles Gute. Wir sehen uns auf diesem Bildschirm zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss, der Silberfuchs.